Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Big Baba 30 mitten aus Crack City. Ja, wir sind am Kotti, wie man unschwer erkennen kann. Hier gibt es natürlich immer nette Läden, aber natürlich auch die eklige Ecke, wo die ganzen Junkies rumhängen, die lebenden Zombies da, wirklich ein Anblick. Ja, aber das ist nicht Thema heute. Auf jeden Fall hatten wir heute, also ich hatte das schon mal nicht auf meinem Kanal gedreht, aber mit anderen Leuten. Aber dachte mir auch, auf meinem Kanal hatten wir den Laden noch nicht. Und deswegen testen wir den heute mal. Und zwar geht es heute um Söhner. Jeder kennt mittlerweile den Sucuk-Döner. Die meisten kennen das wahrscheinlich schon, viele auch nicht. Und ja, Fabi hat mich schon gedrängt oft. Ey, Sucuk-Döner, Sucuk-Döner, Sucuk-Döner. Ich habe ihm dann nochmal gesagt, ja, 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 so heute ist es soweit. Aber weil ich nicht selber auch nicht. Ja, deswegen. Ja, dann tun wir dir heute den Gefallen und checken Söhner ab. Auf geht's. Assalamu alaikum. Alaikum salam alaikum. Machst du uns bitte zweimal den Cheesy? Cheesy Döner, wollt ihr hier essen? Ja. Aber das ist nicht 100% Sucuk, das ist Hackfleisch mit Gewürzmischung, oder? Bei Volt bestellen als Neukunden mit dem Code BIGBABA30 bekommt ihr direkt auf eure erste Bestellung 8 Euro Rabatt. Volt liefert genau vor eure Tür nach Hause. Code BIGBABA30 bei Volt 8 Euro auf jede erste Bestellung bei Neukunden. Wie ihr gehört habt, nicht viele denken Sucuk-Döner, nicht das 100% Sucuk ist, sondern das Hackfleisch mit einer speziellen Gewürzmischung und das so den Geschmack gibt nach Sucuk. Der Laden hat sich mittlerweile ein bisschen gehalten. Manche Läden kommen und gehen. Er hat sich schon gehalten, muss man ehrlich sagen. Warum bekommt man den Sucuk an sich? Der ist ja auch geformt. Warum bekommt man den nicht auf den Spieß rauf? Naja, die wollten eine mildere Version. Das ist eine milde Version. Du wirst es auch schmecken. Das ist ein milder Geschmack. Das ist jetzt nicht so ein intensiver Sucuk-Geschmack, wie man es kennt. Das ist ein milder Geschmack. Ich war gespannt. Ich weiß, du verbindest jetzt, du denkst jetzt bestimmt Sucuk, Sucuk. Wo ist Sucuk? Ich erwarte, dass es danach schmeckt. Es hat einen Touch davon, sagen wir mal so. Ich bin gespannt. Grüne Habe, abführt auch so. Dankeschön, oder? Mopper, Alter. Schwer zu bändigen. Das ist auch vollgestopft, ne? Dann weißt du, wie auch so vollgestopft? Ja, schon. Aber es ist schon jetzt gerade sehr, sehr viel. Schön knusprig, viel Sesam, wird schon gut. Hat auch einen Sucuk-Geschmack, aber anders. Aber so die Kombi mit der Käsesoße und den Jalapenos passt gut dazu. Also ist jetzt nicht das typische Kräuter, Knoblauch oder so. Passt gut dazu. Wobei ich mir das auch ganz gut vorstellen kann. Kräuter, Knoblauch, Schafmittel, aber auch nicht ballern. Man hat schon so ein Sucuk-Feeling im Mund, aber es ist Hackfleisch. Es ist Hackfleisch mit Gewürzmischung. Mit Sucuk-Gewürzmischung. Ich finde auch die Jalapenos passen, gut, passen sehr gut dazu. Hat sich von früher zu heute irgendwas geändert? Es ist besser geworden. Doch, auf jeden Fall. Früher war es milder. Jetzt finde ich den Sucuk-Geschmack viel intensiver. Also als wenn die dran gearbeitet hätten. Definitiv. Man hat jetzt ein bisschen Feeling, man ist wirklich Sucuk. Doch, schmeckt gut. Mal eine Alternative zum Döner, mal was anderes. Ist ja im Prinzip Preis her auch von wie ein Döner, 6,50. Auch von dem Salat. Ist wie ein Dönerbrot. War mal was anderes. Auf jeden Fall interessant. Und schmeckt mir gerade viel besser als beim ersten Mal, wo ich das probiert habe. Kannst du den normalen Döner Brot vorstellen? Klar, also auf jeden Fall, ich habe wirklich das Gefühl, ich habe gerade Sucuk gegessen, obwohl ich Hackfleisch gegessen habe mit Gewürzmischung. Das Brot ist gut, die Salate sind gut, die Soßen sind gut. Die Kombination mit Käse und Jalapenos passt perfekt, finde ich. Und man hat ja noch die Möglichkeit, einen Spiegelei dazu zu nehmen, wenn man Bock hat. Sucuk und Ei ist ja geil. Passt ja. Positiv, positiv auf jeden Fall. Probier mal rein. Ich bin richtig gespannt, weil ich es ja noch nie probiert habe.
Das ist tatsächlich so eine geile Sucuk-Würze. Man muss sagen, Konsistenz ist halt sehr weich durch dieses Hackfleischmäßige. Ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen bissfester ist. Das Brot ist sehr geil. Ich hätte mir das tatsächlich mit dem Käse noch mal ein bisschen schlimmer vorgestellt, als es ist. Der Käse kommt ganz gut in dem Ding. Die Salate passen auch wunderbar. Die scharfe Soße merkt man auch, finde ich. Vom Grunde aus ein sehr geiles Ding, weil es halt einfach mal was anderes ist, finde ich. Ja. Das ist nicht immer das Gleiche wie sonst. Ich habe ohne Jalapenos genommen, ja. Nimm mal einen Jalapeno und mach mal ein bisschen Jalapeno. Passt geil. Leg die mal oben auf die Käse. Weiß mal ab. Ich finde, es passt gut zusammen. Also ich bin überrascht auf jeden Fall. Sehr überrascht sogar. Schmeckt dir, würdest du wieder herkommen? Safe 100%. Weil es einfach was anderes ist, weil es nicht dieses 0815 ist, wie jetzt, wenn du dir um die Ecke jetzt einen Döner holen gehst, sondern du hast einfach mal was Neues im Mund, weißt du? Ja, ich finde auch, 100% haben die was gemacht. Früher war es viel milder Geschmack. 100%. Aber wie gesagt, ich habe Gotti, habt ihr einzige Fressbeine, habt ihr Bock auf Söhne, habt ihr Bock auf Spezieteller, habt ihr Bock auf Mac and Schnitzel nebenan, kleine Kekse hier. Also, Kotti ist schon eine Verwöhnmeile, bis auf die Crack-Junkies. Ja, die einem den Appetit verderben eigentlich, wenn man die sieht. Aber lauf mal ein paar Meter, dann kriegst du wieder Appetit. Kann man echt mal machen, kann man echt mal machen. Auf jeden Fall meine Alternative. Ich war nicht hier den testen. Ich habe den in Wedding getestet, den Zöner, bei der Neueröffnung. Brauchen wir nicht drüber zu reden, oder wo ich mit wem ich da war. War einfach nicht auf meinem Kanal. Fertig. Ja. Er hat ja auch gesagt, er kam aus Wedding jetzt hier. Das ist ja eine Kette mittlerweile. Das ist ja mittlerweile hier und da. Ich gehört, dass in Köln sogar einer aufmacht. Ja, bestimmt. In Großstädten interessant, der Laden. Das war was anderes, wie gesagt, als Alternative. Ja, aber ansonsten hier im Kotti macht er auch wirklich immer irgendwas auf. Am Kotti findest du immer irgendwas Heftiges. Außer der Cevap-Laden hier, der hat immer zu. Immer zu, keine Ahnung warum. Jetzt gerade ist der auf, aber der macht gerade zu früh. Für Kotti-Verhältnisse sehr früh zu. Aber vielleicht haben die auch keinen Bock auf das Gesocks abends, nachts, was hier unterwegs ist. Waren aber auch Hausfrauen, glaube ich, ne? Ja, Mutter-Tochter sah so aus. Ja, Familienbetrieb. Ansonsten, ey Leute, immer wieder muss ich sagen, 60% der Leute haben den Kanal nicht abonniert. Einfach klick, klick, abonnieren. Ist nicht so schwer. Ja, wir geben uns echt Mühe mit den Videos, wir sind nur unterwegs. Und 3 Videos die Woche ist einfach nicht so hergezaubert, sondern wir sind unterwegs dafür. Und ja, ihr seht 10 Minuten Video, das dauert aber keine 10 Minuten, das dauert länger. Alleine auch schon Gedanken machen, wo essen wir, wo dies, wir fahren dahin, wir drehen, es dauert alles, es nimmt alles seine Zeit. Und 3 Videos die Woche ist schon Arbeit, also es ist nicht so, dass es einfach... Komm, 3 Videos hierher gezaubert. Ja, ansonsten, ich freue mich echt wirklich auf meinen Urlaub. Dieses Jahr, den habe ich mir echt verdient. Einfach mal 2-3 Wochen die Seele baumeln lassen. Ja. Ich kann auch nichts kümmern. Einfach nur Seele baumeln lassen. Cocktail schlürfen, am Pool chillen, am Meer. Wichtig ist da auch einfach mal Hände wegzulegen. Ja, das geht bei mir nicht. Ich weiß, ich habe schon lange gemerkt, das geht bei dir nicht. Handy weg. Eine Nachricht, wenn ich sehe, das ist ein Online-Ding, ich denke, Ding. Wie? Als wenn du auf meine Nachricht gewartet hast manchmal. Wie? Wenn ich schreibe, ist offline, also ich schreibe, und direkt in dem Moment, wo ich gesendet habe, gleich online. Ich habe ein Handy gerade in der Hand, vielleicht mach gerade irgendwas. Immer. Bei mir läuft auch viel mit E-Mails, ich mache viel E-Mails und dies, das. Ja, bei mir ist viel mit dem Handy. Viel mit dem Handy. Auch wenn ich morgens dann am Bürotisch sitze, ist ja voll viel mit dem Handy. Nee. Smartphone ist schon... Ich kann nicht ohne mein iPhone. Das ist normal. Du oder wie? Kannst du ohne dein Handy? Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr im Urlaub am Pool sitzt und euer Handy nicht an euer Handy denkt. Handy ist immer dabei, auch am Pool. Ich muss sagen, zum Beispiel in Griechenland, wo ich war relativ wenig am Handy. Ich bin schon so... Ja, weil deine Freundin dabei war. Ich nur das, weil ich einfach Abstand hatte. Ich will nicht, dass ich mit Ja, aber wenn du alleine dort wärst, ohne deine Freundin, würdest du dein Handy nicht da lassen. Dann würdest du sagen, okay, der Kontakt... Gut. Ich bin mit meinen Kindern. Ich fliege mit meinen Kindern, mit meinem Bruder und seinem Sohn. Und meinem Cousin und seinen Kindern, wir machen halt so Family-Urlaub, ja, mit unseren Kindern. Ja, mein Bruder mit seinem Sohn und ich mit meinen Kindern. Ja.
schöne Hotelanlage. Da gibt es wirklich alles auch. Da ist mit 8, 9 Pools und Wasserrutschen und Themenpark und was weiß der ja. Also, ja, aber mir ist auch, ehrlich gesagt, natürlich will ich die Seele baumeln lassen, aber mir ist halt wichtig, dass die Kinder Spaß haben beim Urlaub. Das ist das Wichtigste. Ja, und ich freue mich auch auf Land of Legends, diesen Aquapark in Melek. Der ist geil. Für die, die den nicht kennen, tut euch das mal an. Richtig geil. Also richtig geil. Ja, ansonsten, ey, Söhner, checkt den Laden ab. Haben die gut gemacht. Einfach gut, ist mal was anderes. Ja, Fabi, du fandest den, warst begeistert jetzt? Nicht wie beim Corn Dog, ne? Der war ja auch in Ordnung, aber die Soße war ein bisschen fake. Ja, das Problem ist, es ist gefährlich. Du bist hier bei Söhner oder Meckenschnitzel oder was auch immer, du läufst hier vorbei und dann musst du an diesen Cookiesladen vorbei und dann kann man nicht widerstehen. Dieser Lotus-Keks, also der ist anders. War eigentlich nicht so geplant, ja. Was hast du genommen, Fabi? Mischung. Was? Schaff. Ja, du hast einen richtigen Cookie genommen, einen richtigen. Ja, gab's nochmal einen Cookie. Ohne Füllung, bei mir mit Lotus. Also mit Spekulatius kriegst du mich. Ja, ich hab schon ein paar Mal in der Folge den Cookie-Laden, weil das bietet sich immer so an hier, wenn du willst. Check den Laden auf jeden Fall. Ja, das war's hier von Gotti. Wir lassen uns jetzt noch den Keks schmecken. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, bis zur nächsten Folge.